Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Heute ist der 23.01.2020 zu unserem Nebengleistelegramm. Ja, was ist dieses Nebengleistelegramm? Kurz zusammengefasst für alle, die neu dazugekommen sind. Wir machen eine geschichtliche Reise, nämlich wir prüfen, was ist in der Vergangenheit so vorgefallen, legen diese Erkenntnisse in der heutigen Zeit gegenüber der Gegenwart, schauen, was können wir davon heute auch noch sehen, weil die Geschichte, man hört immer wieder, dass Geschichte wiederholt sich oder es sind viele Dinge aus der Geschichte heute auch noch immer überliefert. Also wir schauen uns das in der Jetztzeit an, bilden dann unseren Verstand und unseren Geist und werden im neuen Weg, sprich in unserer Zukunft, dann bessere Entscheidungen treffen können. Oftmals hört man auch, die Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Dann stellt sich aber mir auch die Frage, wie viel Wahrheit steckt hinter diesen Siegergeschichten? Und was sagen zum Beispiel die Verlierer zu den Siegern? Man braucht immer eine Dualität. Das heißt, wenn ein Sieger irgendwas erreicht hat, gibt es Verlierer, die auch eine Erkenntnis daraus gezogen haben. Ja, und das ist der Weg, den wir uns heute anschauen werden. Nämlich heute geht es um das Rechtssystem. Woher kommt das? Wie ist es geschichtlich aufgeteilt? Warum halten wir uns heute an Gesetze? Und wie ist dann eine Verfassung entstanden? Und wie hat sich die Gesellschaft und auch mit der Gesetzgebung entwickelt? Weiters möchte ich heute ansprechen in den 40, 50 Minuten. Wir nehmen uns heute die Zeit, um auch den Ego Einhalt zu bieten, weil ich werde heute Dinge ansprechen, wo manche Personen in unserem Kanal dann auch flammend aufschreien und sagen, ja, das kann ja nicht sein. Ja, das war aber so, weil die Geschichte, die überliefert ist, beziehungsweise was in unseren Geschichtsbüchern steht und was überliefert wurde, ist nicht immer dasselbe. Also wir haben auch hier geschichtliche Glaubenssätze. Wir sind ja in der Schule, sage ich jetzt einmal, indoktriniert worden von den Siegern, was ich gerade vorhin gesagt habe. Und wir schauen uns aber neutral die Historik an und machen unsere eigenen Entscheidungen. Das ist wesentlich. Dadurch darf ich euch einladen, heute auf den Spuren hinter die Ursache der Ursache zu blicken, nämlich die Spuren der Gesetzgebung, des Rechtssystems. Und wir greifen darauf zurück in den letzten 2.000 bis 3.000 Jahre. Was ist überliefert worden? Was wissen wir aus den historischen Funden? Wie hat sich die Gesetzgebung zusammenstrukturiert? Und ich möchte hier dann auch schon beginnen, dass wir uns einen Blick zu Jesus Christus, der ja verurteilt worden ist und davor eben der Bereich 27 Jahre vor Jesus Christus hat sich hier eine Art Gerichtsbarkeit im Römischen Reich unter Caesar entwickelt. Diese Gerichtsbarkeit war damals auch, dass es hier Zeugen gegeben hat bei Gerichtsverhandlungen, einen sogenannten Richter, also nicht der in der Arena steht und der die Gladiatoren aufeinander hetzte, sondern es gab definitiv Gerichtsverhandlungen, wo ein Feldherr dann richten konnte. Da gab es Grundlagen, es gab Aufzeichnungen und somit hat man auch das Römische Reich als Zukunftsreich gesehen und viele, viele Bürger von anderen Nationen, Gelehrte traten die Reise an, um dort im Römischen Reich, im Kolosseum oder wo auch immer, in den öffentlichen Bereichen die Wissenschaftler zu hören, die Rechtsgelehrten zu hören und zu lernen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Natürlich gibt es im Römischen Reich viele Verfehlungen. Ich spreche heute nicht von den Verfehlungen, sondern ich möchte nur aufzeigen, dass eben schon 27 Jahre vor Jesus Christus eine Art Gerichtsbarkeit entstanden ist, die jeder Feldherr in jedem Land, wo das Römische Reich expandiert hat, dort auch zum Tragen gekommen ist. Auch bei den Kelten in Deutschland war das so, dass natürlich die Kelten als ja sehr primitive Rasse gegolten haben, aber durch die Eroberung
eben bis in der Höhe von Frankfurt, wo das Römische Reich sich ausgedehnt hatte, hatte man hier auch eine Gerichtsbarkeit eingeführt. Und deswegen hat auch heute immer noch Zentraleuropa das römische Recht oder abgeleitet eben, so wie Frankreich auch den Code Civil, auch ein Zivilrecht, was entstanden ist. Man spricht hier von allgemeinen bürgerlichen Gesetzbüchern oder eben zivilrechtlichen Gesetzstrukturen, die entstanden sind. Ja, treten wir die Reise an. Wir gehen einmal zurück, 27 Jahre vor Jesus Christus. Hier gab es die Republik, das Römische Reich. Und jetzt schauen wir uns einmal an, was dieser Begriff Römisches Reich, die Republik, woher kommt das oder was bezeichnet das auch? Und hier ist dann lateinisch, steht wörtlich das also die öffentliche Sache. Also das Römische Reich mit seinen Gerichtsbarkeiten, öffentlichen Verhandlungen und natürlich wissenschaftlichen Vorträgen, Vermittlung von Wissen an den Bürger, war damals gang und gäbe, bis man halt dahinter gekommen ist, wenn Fehlentscheidungen getroffen worden sind von damaligen Fürsten, Landesführer, Kriegsherren, dass natürlich das Volk auch hier die Kritik geübt hat und dann eben viele Unruhen entstanden sind, weil wenn eine Todesstrafe verhängt worden ist, die nicht gerecht war, weil sich wissende Bürger mit der Materie beschäftigt haben, dann kam es natürlich auch hier zu Unruhen. Was aber auch in dieser Beschreibung, was ist eine Republik? Eine öffentliche Sache, kommen wir auch zu dem Punkt Mensch und Person. Und ich möchte euch bitte darauf hinweisen, dass es sehr viele richtige Dinge über Mensch und Person mit Lebenderklärungen und mit was es auch immer da draußen gibt, auch richtig sind. Aber ich möchte wieder zurückgreifen, was ist das geltende Recht und in welchem System leben wir und warum wird es nicht anerkannt? Und wir werden das heute in dieser geschichtlichen Reise besser verstehen lernen. Also, ein Kritikpunkt ist, dass es hier um eine öffentliche Sache geht. Also sprich, die Sache wäre ein Diebstahl, aber die Verhandlung muss über den Menschen passieren. Warum muss es über den Menschen passieren? Wir sind ein Teil der Mutter Natur. Wir sind eigenmächtig, selbstbestimmt und haben einen Fehltritt in einer Sache gemacht. Und leider, und ich greife da schon ein bisschen zum Fazit voraus, es wird heutzutage in der jetzigen Geschichte der Gerichtsbarkeit in Sachen Haslauer verhandelt, obwohl diese Teilung da sein muss. Es gibt eine Sachlage und es gibt den Menschen Haslauer. Und das wird in der Gerichtsbarkeit, beziehungsweise es wurde in dieser Gerichtsbarkeit über die letzten 2000 Jahre, wurde das vermischt. Und darum gibt es so viel Unmut über Gerichtsurteile, die definitiv verfassungswidrig sind, komme ich noch dazu. Aber hier lernen wir mal, die Republik Österreich ist eben öffentlich, transparent und also verurteilt oder beurteilt Sachlagen, aber niemals Menschen. Gut, gehen wir wieder zurück zu den Strukturen von Caesar. Nach dem Umbruch und der Ermordung von Caesar trat der nächste oder einer der ersten wichtigen Mitspieler, nämlich der Kaiser Augustus, auf den Plan, übernahm natürlich das Weltreich der Römer und bildete eine Monarchie, damalig genannt das Prinzipal. Ist nichts anderes wie eine Monarchie. Wir schauen uns auch diesen Begriff an. Ich gehe da nochmal zu dem Begriff und dass ich da nichts Falsches sage. Der Begriff Monarchie heißt Alleinherrschaft. Also ihr seht jetzt von einer öffentlichen Sachlage, von öffentlichen Verhandlungen, was damals im Römischen Reich schon gab, auch die Grundlage von Menschenrechten kann man hier wieder auch erkennen, dass natürlich hier auch Anwälte oder quasi gesetzliche Vertreter gegeben hat, Zeugen gegeben hat und eine Gerichtsverhandlung entstanden ist und das schon eben 27 Jahre vor Christus.
leitet sich ab, dass diese öffentliche Sachverhaltsdarstellung und Beurteilung dann eben nach dem Umbruch, sprich die Mordung von Caesar, in eine versteckte, nicht öffentliche Alleinherrschaft geändert hat. Ja, Kaiser Augustus hat sich hier ein verdecktes Kartenspiel aufoktroyiert und hat seine Jünger und seine Verbündeten zu Stillschweigen hier gerufen. Es entstanden eben dann, wie es auch heute immer noch der Fall ist, eben die monarchischen Strukturen, Kaiserhäuser, Habsburger und auch der Kaiser Napoleon in diesem Bereich. Also es entstanden diese monarchischen kaiserlichen Strukturen und die haben dann die Gesetzeslage diktiert. Ein Diktat, der Herrscher, der allein erklärt, was Recht und was Unrecht ist und bei den Verhandlungen immer dann natürlich seine eigene Parteienlandschaft, Befürworter, Staatssekretäre als Unterstützer bei den Gerichtsverhandlungen einsetzte. Viele Unruhen entstanden durch das, weil natürlich über viele Jahrhunderte sich eben das römische Recht entwickelt hat, auch zu einem transparenten freien Recht oder öffentlichen Recht, und plötzlich ein Vorhang der Monarchie darüber gekommen ist. Ja, durch diese Unruhen und durch die vielen Bereiche der Unruhen entstanden natürlich viele Kriege, dann unwissenschaftliche Strukturen, weil ja eine kleine Sippe von Herrschern ihre Ideologien in das Land verbreiten, und man sieht es so wie heute am Land draußen oder sprich bei den Menschen in den Familienzellen, ist es unmöglich zu verstehen, wie diese funktioniert, außer man fährt in diese Familienzelle hin, schaut sich die Lebensstruktur dort an und dann könnte man eine Entscheidung treffen. Das wird ja heutzutage auch nicht mehr gemacht. Zurück in das Jahr 235 nach Christus. Der erste Jurist trat hier auf das Plateau der Gesetzgebung. Man hat eben diese alten Schriften noch sich angeschaut und der Jurist Paulus hat sehr viele Schriften eben überliefert bekommen, hat sich diese angeschaut, und man spricht hier von der juristischen Klassik, die hier zum Tragen kommt. Das heißt, das alte Wissen aus dem Römerreich wurde hier nochmal aufgegriffen und verarbeitet beziehungsweise in bürgerliches Recht gegossen und auch geurteilt. Also der erste Jurist 235 nach Christus. Im Jahr 300 nach Christus kreuzten sich zwei Wege, nämlich das Christentum, was entstanden ist, komme ich gleich dazu, und eben der Jurist Paulus mit seinen verständnisvollen Überlieferungen aus der römischen Zeit, wo er mit gutem Recht und Glauben ein Urteil sprechen konnte. Und diese Kreuzung hat sich ergeben durch den Kaiser Konstantin, der in seinem Kaiserreich damals das übernommen hat. Der Kaiser Konstantin war derjenige, der in den ganzen Sippschaften, Regionen, Ländern natürlich viele verschiedene Glaubensrichtungen hatten, und er hat damals begonnen, eben die alten Schriften von den Juden, von den Hebräern dann zu sammeln, und hat dann das erste Auftragswerk, nämlich einen Vorläufer der Bibel, das Alte Testament, schreiben lassen von rund 5 Schreiberlingen, die wir im letzten Nebengleistelegramm auch besprochen haben. Also die Bibel ist entstanden, hat den Zweck, dass man eben einen Gott fixiert hat. Das Monochristentum ist entstanden, es wurden dann Tempel gebaut. Nur dort fand man eben die Götter oder den Gott, den Einheitsgott. Und der zweite Punkt war, hier haben sich in diesen Strukturen 300 nach Christus bereits die Strukturen, Rechtssystem, römisches Recht, mit Christentum eben vereint.
Ja, das Römische Reich ist dann rund im Jahr 2028 nach vielen bürgerkriegsartigen Herrschaften der monarchischen Strukturen auch zerbrochen. Es wurde eben das ganze westliche Römische Reich übernommen von anderen Strukturen, englisch-französische und spanische Strukturen. Und es blieb über das Oströmische Reich. Und im Jahr 528 nach Christus hat Kaiser Justinian in Konstantinopel, das heutige Istanbul, die Herrschaft übernommen und hat gesagt, okay, wir haben so eine tolle kulturelle und rechtliche Entwicklung, ist entstanden im Römischen Reich. Ich werde es wiederherstellen und werde diese Strukturen wieder aufbauen. Das hat er dann auch gemacht, dass Teile des westlichen Römischen Reichs wieder zurückerobert worden sind. Man sieht hier, es ist ja immer nur mit Diebstahl gegangen und mit Kriegen. Aber wir gehen davon einmal aus, dass eben auch hier in diesen negativen Zeiten des Todes und der Kriegsführung, des Diebstahls, dann auch was Positives entstanden ist, nämlich diese alten Schriften der Römer, eben die Gesetzessprechungen, wurden dann in eine Art Vorläufer des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches gegossen und der Kodex, der Digisten Kodex von eben Kaiser Justinian hat sich natürlich in dem Bereich verewigt. Das heißt, wir haben dort die ersten Schriftsätze der allgemeinen bürgerlichen Gesetzbücher und diese wurden dann sogar in den Bereich der Studenten, der zu Belehrenden im Rechtssystem auch verwendet. Das heißt, es gab dort dann auch schon eine Art Schulung, dass eben dieses Recht, dieses römische Recht, dann natürlich auch in die Welt getragen wird. So, dann machen wir einen großen Sprung. Das hat sich natürlich in verschiedenen Ländern unterschiedlich ausgeprägt und ist auch wieder zerfallen, weil sich natürlich, ihr kennt es ja, stille Post, das ist ein sehr komplexes Thema. Wenn ich da nicht jemand habe, der Erfahrung hat in einer Gerichtsbarkeit, in Rechtssystemen, wird man, das ist so wie heute auch, ihr müsst eines überlegen, wenn ihr jetzt unser klassisches allgemein bürgerliches Gesetzbuch lest, dann werdet ihr einige Teile verstehen. Sobald es in Paragraphen gegossen ist, eine Verklausulierung passiert, kann man nichts mehr finden, auch nicht mehr in den Zusammenhang verstehen. Auch das war eben mit dem Bereich des Oströmischen Reiches der Fall. Das heißt, es kam nur bedingt in die Welt. Und der große Wendepunkt war mit 1070 nach Christus in Italien. Und man sieht hier wieder die christliche und römische rechtliche Vereinigung. Das ist nur meine Interpretation, aber diese beiden Strukturen haben dann begonnen, immer den Vorteil der anderen Strukturen zu nutzen. Also so wie Kaiser Konstantin das auch schon vorbereitet hat, wo er gesagt hat, ich kann immer wieder widersprechen einer gesetzlichen Regelung, wenn es göttlich ist, oder wenn göttliche Dinge passieren, kann ich auch Menschen, weil sie ja verstoßen haben über diese göttlichen Dinge, mit dem Rechtssystem bestrafen. Und das war ein ganz spannender Bereich in diesen monarchischen Strukturen. Wendepunkt war 1070 nach Christus. Hier begann die europäische Rechtswissenschaft. Hier wurde die erste Universität der Rechtswissenschaft in Bologna gegründet und es bildeten alle Rechtsgelehrten, die das römische Recht lernen wollten, dorthin und trugen es dann natürlich in diese europäischen monarchischen Häuser, wo es dann auch umgesetzt wird. Ja, die Basis findet man wieder in Deutschland, also wieder in Zentraleuropa, Deutschland, Österreich, in diesen monarchischen Häusern der Habsburger wurde eben mit 1495 das Reichskammergericht eingerichtet. Hier wurden nicht nur eben Urteile gesprochen, also es war ein
quasi so ein zentraler Gerichtshof, wo aber natürlich auch Ausbildungen passiert sind im Rechtssystem und natürlich auch diese christlichen Ideologien mittransportiert worden sind, weil man spricht auch in dieser Zeit immer wieder über die Schöpfung, über die Bibel und man schwört auch bei Gericht darauf, ist ja auch heute immer noch so der Fall. Nur in der heutigen Zeit ist die Bibel nur mehr ein Mittel zum Zweck, um den Menschen zu erklären, wir schauen auf dich, wir werden alles tun, um Gerechtigkeit walten zu lassen, so wahr mir Gott helfe. Nur das Rechtssystem, wie es heute ist, hat mit wahr mir Gott helfe nichts mehr zu tun, genauso wenig mit den Naturgesetzen zu tun. Und wir kommen heute auch noch darauf, wieso nicht. Also 1495 inmitten Deutschland wurde eben das Reichskammergericht, so als quasi zentraler Punkt des römischen Rechtes, gegründet. Und ab diesem Zeitpunkt begannen sich diese allgemeinen Gesetzbücher, bürgerlichen Gesetzbücher zu entwickeln, weil man gesagt hat, man muss ja nicht nur eben im Gericht davon wissen, weil hier wurde ja gerichtet aufgrund monarchischem Recht. Ich bin der Meinung, so ist es und du Bürger hast es nicht gewusst. Darum heißt es ja auch heute immer noch, Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Nur ich muss aber, wenn ich jetzt demokratisch oder kollektiv für den Menschen auch richten möchte, muss ich ihm auch verraten, was er nicht tun darf und nicht nur in geheimen Kammern der Monarchie irgendwelche Ideologien verfolgen und dann ein Bürger draußen herziehen und ihn dann köpfen in Frankreich oder aufhängen in Mitteleuropa oder die Hexenverbrennung durchzuführen, weil wir, das monarchische Reich, meine ich damit, jetzt sagen, das ist das Gesetz, das haben wir uns ausgedacht und du Bürger warst halt unwissend, du hast verstoßen, du wirst ausgestoßen oder du wirst sogar hingerichtet. Also ein Rechtssystem kann nur funktionieren, wenn der Bürger ein Rechtsverständnis hat. Und dazu gibt es dann natürlich auch in der heutigen Zeit die Verfassung. Da komme ich dann noch drauf. Aber nur, dass man versteht, wenn der Bürger es nicht weiß, wenn ich was nicht weiß, kann ich demnach auch nicht handeln. Und dadurch sind da sehr viele falsche Urteile über Bürger gefällt worden, was eine Katastrophe war. Also die Trennung kam dann rund um, sage ich mal, 1600, 1700, wo sich die allgemeinen bürgerlichen Gesetzbücher herauskristallisiert haben. Die Grundlage war immer das römische Recht, die Überlieferung, wie ist ein Rechtssystem oder die Rechtsprechung umzusetzen. Und man sieht auch im Jahr 1808, spaltet sich hier schon einmal das französische Kaiserreich hier ab, in dem Bereich, dass der Code Civil, also das erste zivilrechtliche Gesetzbuch entstanden ist unter Napoleon. Napoleon, auch hier dazu gleich dazu zu sagen, Napoleon hat viele Kriege geführt und war sozusagen ein Weltherrscher. Eine kurze Zeit hat das funktioniert. Das absolut negativ ist. Was war negativ an Napoleon? Definitiv, dass Millionen Menschen für ihn, für seine Ideologie und letztendlich nicht unbedingt für Frankreich gestorben sind. Man ist einfach einmarschiert in Länder, wo wir gesagt haben, wir haben keine Bodenschätze, ich möchte das haben und somit wurde der Krieg erklärt. Und aufgrund dieser Ideologie sind weltweit immer wieder Menschen dazu genötigt worden, in den Krieg zu ziehen, weil sie natürlich die Ideologie im Kopf bekommen haben, für unser Vaterland, wir müssen uns verteidigen. Und dieser Kriegsfall oder diese verschiedenen Kriegsfälle sind immer so ausgerufen worden. Nur schlussendlich waren das Angriffskriege, weil man stehlen wollte. Das war der Hintergrund
Und dadurch gab es ja permanent Landesverschiebungen. Es gab das Römische Reich, das ging bis Frankfurt rauf. Dann kämpften dort wieder die Preußen und drängten die Römer zurück. Dann wurden wieder Gebiete erobert. Dann wurden die Grenzen wieder verschoben. Dann kam eben der Franzose, der über das Habsburgerreich und den Preußenbereich Richtung Russland gezogen ist. Die Russen und die Zaren haben das wieder zurückgedrängt. Der österreichische Kaiser hat hier eingegriffen, musste sich verteidigen, ist dann wieder ausgebrochen und hat dann eben auch Richtung Sarajevo den Ersten Weltkrieg verursacht, weil dort jemand erschossen worden ist. Also ihr seht, diese permanenten Grenzverschiebungen in Europa haben nur mit Kolonialismus zu tun. Also sprich, ich überfalle ein Land, weil ich das haben will. Und es hat nichts damit zu tun, dass eben diese Strukturen der Sippen berücksichtigt worden sind. Und wenn man jetzt Österreich anschaut, wir haben hier Menschen, die Österreicher heißen, aber nie Österreicher sind, weil auch diese arischen Abstammungen ein Schwachsinn sind. Komme ich dann auch noch dazu. Also unter Maria Theresia, unsere tolle Kaiserin, die Mutter des Deutsch-Ungarischen Reiches, der Monarchie, der Habsburger, hat einen ganz speziellen Plan geführt. Einen ganz speziellen Plan. Natürlich musste sie Kriege führen, beziehungsweise musste sie sich verteidigen. Und die Habsburger sind keine lieben Leute gewesen, weil diese Grundstruktur damals eben so war. Ich will das Land erobern, so hat es geheißen. Dann hat man die Menschen dazu genötigt, dort zu sterben, um Grund und Boden und diese Bodenschätze zu stehlen. Aber die Maria Theresia war eine ganz eine spezielle Frau. Erstens, weil sie gesagt hat, ich möchte keine Kriege führen, sondern ich möchte auf Diplomatie setzen. Und das hat sie gemacht. Sie hat 16 Kinder gehabt und hat ihre Kinder in Kaiser und königliche Reiche verheiratet. Also es kam ja damals auch eben, man wurde versprochen und dann wurde dort hineingeheiratet, egal ob das Männchen oder Weiblein war. Aber was ist dort passiert, wenn ich in ein Königshaus hineinheirate, aus der Habsburger Monarchie, aus dieser Struktur heraus, entstehen dort keine kriegerischen Handlungen oder ganz schwer kriegerische Handlungen. Ganz klar, weil wenn eben die zukünftige Monarchin in Italien zum Beispiel einheiratet aus Österreich, dann hat man hier eine gewisse Schutzfunktion. Ein markantes Beispiel aber, dass es auch nicht funktionieren kann, und das hat Gott sei Dank Maria Theresia nicht miterlebt, aber Marie Antoinette war die letzte, die in das französische Kaiserhaus eingeheiratet hat. Und die Grundlage war ganz einfach eine diplomatische Grundlage, um diesen Krieg über Europa, was Napoleon durchführen wollte, zu stoppen. Also diese Revolution, die dann nachher entstanden ist. Und hier sieht man, dass eben Maria Antoinette aufgrund ihrer Nähe zum Habsburgerhaus hier in Frankreich zwar angekommen ist, sie hat geheiratet, es gab monarchische Strukturen, diese haben aber nicht mehr gehalten, weil das Volk nicht mehr mitgespielt hat. Das Volk war verwirrt, man wusste nicht mehr, welcher Kaiser, welcher Monarch, wer, warum. Und das war auch die Chance von Napoleon, dann diese Struktur zu übernehmen. Maria Theresia hat 1753 bereits begonnen, Niederschriften zu machen und eben so wie Napoleon, und das ist auch der Vorteil von Napoleon, diesen Beamtenstaat aufzubauen. Das heißt, in jeder Region gab es spezielle damalige Verantwortliche, wir nennen das heute Beamte. Und dort wurden die Briefe und die Anordnungen des monarchischen Hauses hingeliefert. Dort war jemand, der Ansprechpartner ist und der hat dort dann auch das römische Recht, das christliche Recht eben mit den verschiedenen Päpsten eingehalten und somit gab es dort in diesen Regionen dann Strukturen. Und wenn wir unser allgemeines bürgerliches Gesetzbuch anschauen, dann werdet ihr da, wenn ihr das lest, einige Begrifflichkeiten lesen, die ihr schon lange nicht mehr gehört habt oder noch nie gehört habt. Warum ist das so?
Die Grundlage ist über Maria Theresia entstanden. Das Gesetz hat rund 60 Jahre gedauert. Angelehnt am römischen Recht wurde das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch am 1. Jänner 1812 ins Leben gerufen. Was steht da drin in dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch? Das wissen viele gar nicht. Sie wissen gar nicht, dass es gibt. Also alle bürgerlichen Streitthemen, die entstanden sein könnten, wurden dokumentiert und darauf basierend eine rechtliche Grundlage gelegt, wenn, sagen wir mal, bei einem Ehestreit, man geht auseinander, diesbezüglich man hat eine Scheidung, was passiert mit den Kindern, was passiert mit den Vermögenswerten, was passiert bei Erbrecht, gibt es hier Nachfahren, gibt es hier Pflichtanteile, alles das steht da drin, das Vertragsrecht. Ein Vertrag bedeutet, ich vertrage mich mit der anderen Partei, schreibe diese Vertragsklauseln nieder und wenn eine Partei diese einseitig auflöst, kann ich hier rechtlich dagegen vorgehen. Unzählige Dinge, darum heißt es ja allgemein bürgerliches Gesetzbuch, fußt auf der Grundlage natürlich des römischen Rechts. Und jetzt kommen wir jetzt wieder zu den Menschen. In diesem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch ist überwiegend ein monarchischer Einfluss, das heißt ein herrscherischer Einfluss. Und der Mensch ist immer mehr und mehr rausgedrängt worden. Das war auch ein Ziel der Kirche, dass eben der Mensch weiterhin als quasi Wertschöpfungsprodukt, man kann heute hier sprechen von einer lebenden Aktie und darum stimmt ja auch diese Mensch-Person-Geschichte. Man hat den Menschen dann mit diesen monarchischen römischen Rechtsstrukturen und dem kirchlichen Recht, was eine Diktatur ist. Warum? Es gibt nur einen Herrscher. Ihr seht wieder die Überschneidung, monarchisch, also im Vatikan wird monarchisch vom Papst regiert, auch wenn er seine Päpste oder seine Bischöfe in anderen Ländern hat, was er sagt, ist Gesetz. Ob das überprüfbar ist und ob das den wissenschaftlichen, ethischen Grundlagen entspricht, sieht man heute, weil der Papst, der natürlich auch das größte Vermögen zusammengetragen hat, ich sage es jetzt netterweise mit den Glaubenskriegen, also der das größte Vermögen gestohlen hat den Bürgern, kann jetzt christlich sein, ist der einzige Vertreter, der mit Gott sprechen kann. Und das kann auch nur in der Kirche passieren. Ihr seht dieses Diktat, was ein Mensch über Jahrhunderte führt. Er glaubt es natürlich, es heißt ja glauben, also er muss ja dran glauben. Ich möchte ihm da auch keinen Vorwurf machen. Er hat seine Ideologie, an die glaubt er, für ihn ist es richtig. Aber anhand der Naturgesetze kann man ableiten, dass es nicht richtig ist. So, und diese Verschränkung, eben das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch, was monarchisch geführt ist, hat sich mit dem christlichen Glaubensbereich vereint in diesen Strukturen. Und daraus haben sich dann natürlich Zivilrecht, Strafrecht abgeleitet. Und jetzt kommen wir zu einer einfachen These. Wir brauchen gar nicht hochwissenschaftlich über das Ganze sprechen. Immer wenn eine Annahme falsch ist, sind alle Ableitungen auch falsch. Auch wenn ein guter Zweck dahinter steht, dass diese Annahme richtig sei, wenn die nicht überprüft ist, sind alle weiteren Annahmen falsch. Und jetzt kommen wir zu der Gesetzgebung aus dem bürgerlichen Gesetzbuch. Natürlich ist es hier ein Reglement, was über einige Jahrhunderte funktioniert hat. Nur damals gab es kein Internet, damals gab es kein Telefon und damals gab es auch ein anders gesellschaftliches Zusammenleben. Und darum sollte sich die Gesetzgebung anpassen und weiterentwickeln. Das wurde aber nicht gemacht. So kommen wir noch zu der Kaiserin, was sie noch ausgezeichnet hat. Sie hat verstanden, dass ihre Töchter und Söhne in den Kaiserhäusern unterkommen sollen, auch in Russland. Ja? Somit gab es eine gewisse Stabilität
die durch Unwissenheit vom Volk, und hier spreche ich da mal von den Franzosen, die natürlich dann verwirrt waren mit Napoleon auf einer Seite, der seine Sprüche geklopft hat, dann gab es natürlich noch einen Kaiser, der dann hingerichtet worden ist. Also diese Revolution, die hier stattgefunden hat, entstand natürlich durch Propaganda und durch Unwissenheit der Gesellschaft. Hier hat auch einen großen Schritt Maria Theresia gemacht und gesagt, wir müssen unser Volk natürlich auch bilden, weil je höher die Bildung, umso weniger wird jemand mit der Heugabel auf den nächsten Bauern losgehen, weil er versteht, das bringt ja auch nichts, wenn ich den töte. Ich sollte mich lieber mit ihm einigen und ich sollte das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch hernehmen und sagen, das ist mein Grund, das ist dein Grund, wie können wir zu einem Diskurs kommen, und dann holt man sich einen Richter. Zu den Punkten der Richterschaft möchte ich auch was sagen, dass eben ein Richter immer ein neutraler Partner sein soll. Auch hier trennen sich dann die Ansichten der heutigen Gerichtsbarkeit von den Sippschaften, wie es früher war. Früher war in den Sippschaften ein einfacher Bereich, nämlich es gab einen Dorfältesten. Jetzt stellt sich aber die Frage, der Dorfälteste muss nicht unbedingt alt sein. Hier spricht man von belesen, von erfahren, und dieser Dorfälteste, der belesen und erfahren ist, wurde automatisch zum Stammesführer, zum Sippenführer und zur Auskunftsperson und, jetzt kommen wir, zum Richter. Ein Richter ist nichts anderes als wie eine neutrale Partei, die links und rechts, also beide Seiten, anhört und aufgrund einer gesetzlichen Regelung entscheiden kann. So, jetzt haben wir schon gehört, dass halt viele Gesetze, wo die Annahmen falsch sind, auch die Ableitungen falsch sind, und der Richter nicht mehr Richter ist, sondern nur mehr nach den Paragraphen urteilt. Somit werden auch hier, nicht sehr oft, aber doch auch, immer mehr einfach Urteile gefällt, die der Logik und der Erfahrung und des Wissensstandes, was es heute gibt, nicht mehr entsprechen. Es hat damit zu tun, wenn ich ein allgemein bürgerliches Gesetzbuch habe und das von 1812 ist, dann wird man heute über eine Zentralheizung nicht mehr argumentieren können. Damals gab es keine Zentralheizung, und jetzt müsste theoretisch der Richter sagen, ich bin unwissend, ich hole mir einen Gutachter. Das passiert ja aber auch. In unserer heutigen Zeit werden die Gutachter außergewöhnlich gut bezahlt und nicht von den Personen, die das benötigen, sondern von den monarchischen Rechtssystemen. Also jetzt kann man sich ausrechnen, wenn ich Gutachter wäre und gegen das Gericht ein Gutachten schreiben würde, wo der Richter sagt, ich würde gern so richten, aber der Gutachter stellt sich auf die Seite des Beklagten oder des Klägers, je nachdem, der das Recht in Anspruch nehmen möchte, dann wird das System unzufrieden sein, weil die Macht nicht mehr deklariert werden kann. Und somit hat ja der Richter alleine ohne Einfluss über die Situation zu richten. Also er könnte jetzt das Gutachten hernehmen und sagen, ich habe verstanden, so funktioniert das, also gebe ich der Partei Recht, die eben hier das Recht einfordert, oder ich stelle mich gegen diese Partei, die das Recht einfordert, und handle gegen allen Erfahrungen und Ergebnissen willkürlich nach dem Gesetzbuch, weil nämlich im Jahr 1812 steht da ein Gesetz, ein Paragraph, nach diesem wird geurteilt und ich bin ja nicht schuld. Jetzt kommt man schon langsam zu dem Verständnis, hoffe ich, dass das Rechtssystem immer genau begutachtet werden muss, was der Richter woher holt. Und wenn man einmal so ein Urteil bekommen hat, und ich habe schon Urteile bekommen, dann kann man eines sagen, das, was da drin steht, sind Lügen, die basieren auf Annahmen, die falsch waren, und die Ableitungen dann zu einem Schaden für den Beklagten
oder für den Kläger auch führen, dass die abgewiesen werden. Also wenn man jetzt versteht, dass eben dieses römische Recht 27 Jahre vor Christus der Zeitrechnung entstanden ist, dann rund 528 nach Christus in Tüchern, Bücher gegossen worden ist, dann wird man verstehen, dass das Rechtssystem zwar wichtig und richtig ist, aber ein wissender, ein erfahrener Mensch und nicht ein Paragraphen-Junkie, sondern ein erfahrener Mensch die heutige Situation bewerten soll mit der Grundlage einer Gesetzgebung, und jetzt kommt noch ein Nachsatz, die verfassungskonform ist. So, und jetzt kommen wir noch schlussendlich zu der Verfassung, werden wir uns im Detail beim nächsten Nebengleistelegramm anschauen. Aber ich möchte hier eine Überleitung zum nächsten Thema machen. Was ist die Verfassung? Und ich bitte euch, in diesen letzten Minuten auf jeden Fall mitzuschreiben auch und euch die Thematiken genau anzuschauen. Eine Verfassung ist nur dann notwendig, wenn ich einen Staat gründe. Was ist ein Staat? Ein Staat muss beinhalten ein Grundstück oder eine Fläche, wo die Bürger leben können. Es muss klar definierte Grenzen zu anderen Staaten gemacht werden. Diese müssen auch anerkannt werden. Also ich kann jetzt nicht so wie früher die Kolonialisten Napoleon einfach nach Ägypten ziehen und dort was annektieren. Oder eben Adolf Hitler, der fährt nach Österreich und sagt, hallo, grüß Gott, das gehört jetzt uns. Hat man ja gesehen, da war nur Propaganda und Falschinformation. Die Österreicher wussten gar nicht, was da jetzt genau passiert. Sie haben ihren ehemaligen Österreicher Adolf Hitler empfangen. Also die Verfassung kann einen Staat machen. Ich brauche ein Bundesgebiet, ich brauche Grenzen, ich brauche Einwohner. Diese Einwohner geben sich eine Verfassung. Eine Verfassung, wie möchte ich in diesem Bundesgebiet zusammenleben? Unsere Verfassung ist 100 Jahre alt, über 100 Jahre alt, und die haben sich die Bürger nach dem Ersten Weltkrieg gegeben. Sie wollten diese Kaiserreiche, diese monarchischen Strukturen nicht mehr, weil sie gesagt haben, hinter verschlossenen Türen passieren so viele Dinge, die ich nicht verstehe, ich mich auch nicht wehren kann und ich dann noch verurteilt werden könnte. Also kam die Verfassung ins Spiel und man hat sich geeinigt auf Religionsfreiheit, Erwerbsfreiheit, freie Meinungsäußerung, die Freizügigkeit der Person. Und jetzt kommt es natürlich auch in unserem Fall, die österreichische Verfassung, die ja gültig ist, ist 100 Jahre alt und hat noch was Besonderes inkludiert, nämlich die Menschenrechte und die Kinderrechte. So, diese Schlagzeilen, ich sage jetzt mal Meinungsfreiheit, unterstehen natürlich auch gewissen Regelungen. Darum gibt es ja unter der Verfassung Gesetze. Diese Gesetze regeln, wenn ein Bürger, und da ist aber jeder gemeint, also ich, Konstantin Haslauer, auch der Herr Nehammer oder der Polizist, der draußen spazieren geht, ein Bürger in Uniform, muss sich an die Verfassung halten. Diese Verfassung kann nur ausgesetzt werden im Notstand, sprich es ist eine Naturkatastrophe, Lawinenabgang, Überschwemmung, Vulkanausbruch, was auch immer, dann kann regional, nicht über das ganze Bundesgebiet, regional eben der Notstand für eine befristete Zeit ausgerufen werden zum Schutz der Bürger. Das bedeutet, Hochwasser geht zurück, Notstand wird aufgehoben und es wird wieder alles aufgeräumt. So, in dieser Verfassung befinden wir uns und diese Befassung ist ein Schlagzeilenthema, wo ich dann darunter Gesetze erkenne. Und jetzt kommen wir noch zu der Gesetzgebung. Wenn diese nach wie vor monarchisch ist, dann möchte ich explizit das letzte Gesetz herausgreifen. Das ist das Impfpflichtgesetz und alle Gesetze sind auch so entstanden. Wir sprechen von einer Europäischen Union, wir sprechen von Nationalstaaten,
Wir sprechen von der Verfassung und von einer Gesetzgebung. Und in unserer Verfassung steht auch das Recht, oder im allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch unter den ersten Paragraphen, das Recht geht vom Volke aus. Wie kann es sein, dass sich im Parlament, dort wo gewählte Bürgervertreter sitzen, sich ein Regime entwickelt, das sich Demokratie nennt, weil jede Mehrheit im Parlament, Koalition oder klassische Mehrheit, so wie es auch jetzt im Burgenland gibt mit Herrn Doskozil, ist eine monarchische Mehrheit und dient nicht den Diskurs, also dass man darüber spricht, was kann man besser tun, dass man nicht darüber spricht, was kann man tun, was uns von unserem Denken zusammenbringt, sondern was kann man tun, um den Bürger auszugrenzen. Und jede Gesetzgebung, die so auf dieser Basis gefällt worden ist, die sollte man überprüfen, weil auch Gesetze kein Ablaufdatum haben. Ein Gesetz muss man per Antrag außer Kraft setzen. Das heißt, alle Gesetze, rund 30.000 allein im Strafrecht, können hier vorliegen, sind monarchisch in Betrieb genommen worden, sind eventuell, ich sage es dazu, verfassungswidrig und die sind deswegen entstanden, weil wir den Regierenden vertraut haben, dass sie eine Republik Österreich führen, transparent und öffentlich. Und jetzt kommt es wieder dazu, eine Republik ist öffentlich in einer Sachlage und hier gibt es jetzt die Verquickung, dass die Person Haslauer, Vorname Konstantin, eine Sache ist, über die verhandelt wird und nicht der Mensch verhandelt wird. Und jetzt haben wir unsere Verfassung. Da sind die Menschenrechte inkludiert und die Kinderrechte. Und jetzt darf der Bürger, und das möchte ich euch bitten, der Bürger darf jetzt aufstehen, die Verfassung lernen. Wir sind wieder zurückgesetzt in die Monarchie. Mari Theresia hat gesagt, geh in die Schule, lerne bitte deine Rechte. Wenn du deine Rechte kennst, überprüfe jedes Gesetz auf Verfassungskonformität. Hierzu braucht man kein Parlament, hier braucht man nur die Verfassung und einen Hausverstand und ein wenig Wissen. Und jetzt sind wir auch schon am Ende unseres Nebengleistelegramm. Ich hoffe, ich konnte euch quasi die Sinnhaftigkeit der Geschichte in der Überlieferung in die Jetztzeit, wo wir uns das ganz genau anschauen können, in Ruhe, ohne dass Kriege vorherrschen und uns dazu dann entscheiden, einen anderen Weg dieser demokratischen Strukturen zu gehen und alles, was uns möglich ist, zu widerrufen. Das Recht geht vom Volke aus, bedeutet, dass unser Angestellter, der Herr Nehammer, der Herr Mückstein, die Parlamentarier, die da im Parlament sitzen, einen Hochverrat begangen haben, weil sie Gesetze in Betrieb nehmen, seit 2 Jahren Gesetze in Betrieb nehmen, und ich weiß nicht, welche noch in Betrieb genommen worden sind, aber wir sprechen mal von den letzten 2 Jahren, die verfassungswidrig sind. Und diese Auslegungen, die die Herren für die Bürger machen, diese Verwirrungstaktik, diese Propaganda über die Medien, die definitiv einseitig ist, ist von uns nicht mehr zu akzeptieren. Ihr habt jetzt erfahren, wie das römische Recht Einzug in unsere Geschichte gehalten hat. Wir werden uns im nächsten Telegramm, Nebengleistelegramm mit der Verfassung beschäftigen, mit den Gründern der Verfassung, mit dem Herrn Dollfuß, der die Diktatur in unser Land gebracht haben, war übrigens ein ÖVP-Anhänger. Und natürlich auch Adolf Hitler, Mussolini, Stalin und die alten Herrscher werden wir uns im Detail nochmal ansehen. Und wenn ihr das Wissen mitnehmt und morgen in die neue Welt geht und diese Propaganda der Regierung anschaut, dann werdet ihr wissen, ihr braucht keine Angst haben. Wir haben eine gültige Verfassung.
Wir haben noch kein Kriegsrecht ausgerufen. Österreich ist neutral gegenüber den Alliierten. Uns kann diesbezüglich weder von Russland was passieren, noch von Amerika, noch von England, noch von Frankreich. Auch wir brauchen diese Herrschaften auch nicht akzeptieren. Wir haben unser Land, das ist Österreich. Die Grenzen wurden definiert mit allen angrenzenden Staaten. Das ist geregelt. Wir haben die Verfassung und wir sind mündige Menschen und leben mit Glück und voller Freude in diesem wunderbaren Land, voller Überfluss an naturellen Möglichkeiten und an den Talenten und Fähigkeiten der Menschen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag, alles Gute und bis bald.